Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Wir sind gerade mitten im Kreuzzug um das Königreich von Ungarn, wie ihr seht. Und unser Rang ist im Moment Rang 1 und das wollen wir auch so beibehalten. Wir sind allerdings noch nicht besonders weit gekommen. Der Kriegsstand beträgt im Moment plus 7% und wir sind gerade dabei, Ungarn hier ein bisschen mit unseren Verbündeten zu belagern und müssen ein bisschen aufpassen, dass uns jetzt nicht hier irgendwo irgendwelche Feinde überraschen. Von überall her kommen jetzt Verbündete angeschrubbt. Das ist ganz cool. Die haben offensichtlich dieselbe Idee wie wir gehabt. Und wir beobachten mit Spannung hier unten diese Region, denn von da scheinen die Feinde zu kommen. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir hier jetzt nicht zu schnell agieren, sondern ein bisschen die Übersicht versuchen zu behalten. Und ja, ich werde mal gucken, dass wir auch keine Feinde übersehen. Es ist im Moment ein relativ großes Gewusel hier, was ja eigentlich nicht schlecht ist, denn so können die Feinde uns nicht wirklich viel anhaben. Hier kommen schon 5500 an. Das ist ja nun nicht gerade wenig. Und jetzt, oha, und noch 3000 obendrauf. Und jetzt müssen wir natürlich mal sehen, wie wir hier jetzt agieren. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier zurück. Das bringt nichts. Wir werden die Mangonellen zur Hauptstadt verfrachten und uns etwas zurückziehen. Während unsere Verbündeten offensichtlich auf Krawall gebürstet sind und dem Feind entgegengehen. Das finde ich sehr schön. Wir lassen unsere Truppen trotzdem da, dann geht das in der Hauptstadt schneller. Und die haben jetzt ein bisschen Schiss gekriegt. Die versuchen uns jetzt zu umrunden. Und ich hoffe, wir haben die Belagerung hier schneller fertig, als die uns überraschen können. Wir sehen sie ja auf uns zukommen, so überraschend ist es also nicht. Aber belagert mal, Jungs. Mist, die kommen jetzt direkt auf uns zu. Wie lange haben wir noch? 6 Tage. Okay, komm, schaffen wir noch. Zack. Ja, gut, okay. Das könnte eine Schlacht werden. Wir versuchen natürlich noch zu flüchten. Wenn das nichts werden sollte, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber das haben wir gerade nochmal hingekriegt. Wir haben jetzt auch noch einen Bildungsvorzug und da habe ich mir schon ausgesucht, dass wir als nächstes die geistige Robustheit machen, weil Paul relativ, ja, der hat im Moment relativ dünne Nerven und ist ein bisschen gestresst und deswegen werden wir die Zeit zwischen den geistigen Zusammenbrüchen um 3 Jahre nach oben treiben. Sehr gut. Okay, dann beobachten wir, was der Feind weitermacht. Die haben natürlich hier ein bisschen Respekt vor unseren Verbündeten und wir konzentrieren uns darauf, weiter zu belagern. Die sollen sich mal zusammenschließen und wir werden mal... ich glaube, das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gut, obwohl wir auch 7000 sind und die, ja, die sind nicht gut versorgt. Doch, wir lassen sie mal laufen und gucken mal, was passiert, denn unsere Verbündeten kommen auch hinterher. Und ein Fluch endet. Graf Markus Broersson von Jersika ist von uns gegangen. Er ist verschieden an, ja, in der Schlacht erschlagen wurde er im Alter von 31. Und Paul sagt, das ist kein Tag zu früh. Gott sei Dank. Und die Anspannung wird entsprechend verringert. So, sehr schön. Jetzt kommt es hier zur Schlacht. Ein Teil flieht. Ein Teil flieht. Das ist natürlich gut. Unsere Verbündeten sind auch mit dabei. Und Svetka wird währenddessen erwachsen. Wie schnell sie doch flügge werden. Sie kann jetzt auch erstmal ihren Liebsten heiraten. Das finde ich sehr schön. Die erste wirkliche Liebesheirat nach Rosamunde Pilcher in unserer Let's Play Staffel. Viel Glück, ihr beiden, und herzlichen Glückwunsch. Und ja, dann gucken wir uns mal Svetka an. Sie ist ehrgeizig geworden, bescheiden und gesellig und sie ist jetzt eine undurchschaubare Intrigenspinnerin. Ja, mal gucken, was aus den beiden wird. Da bin ich doch
wirklich gespannt. Und wir gucken jetzt auch mal, was hier aus unseren Truppen wird. Wir sind im Plus, das ist schon mal sehr gut. Und wir sind auch mit den Truppen im Plus. Besser kann es ja gar nicht laufen. Sehr, sehr schön. Wir haben jetzt einen Kriegsstand von plus 57. So, ja, und dann bleiben wir eigentlich mit unseren Truppen hier mal stehen, hätte ich jetzt gesagt. Aber gut, dann lassen wir sie jetzt laufen. Jetzt sind sie schon unterwegs. Da wird belagert. Gut, wir lassen die erstmal so. Aber einmal teilen müssen wir noch. Einmal teilen sollten wir noch. Na, kommst du her? So. Und ich denke, wir werden, das sind alles keine Baronien. Ich denke, wir werden hier in die Baronie von Tollner nochmal gehen und weiter belagern. Kriegsstand 59. Hier hinten sind wir auch fertig. Die sollen sich zusammenschließen. Und wir werden jetzt mit dieser Armee nach hier oben ziehen. Und sie dann nochmal da teilen. Da müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, dass da keine Feinde rumgurken, das ist klar. Aber ich denke, so kriegen wir den nötigen Kriegsstand relativ schnell zusammen. So, die sind gleich angekommen. Ja, und dann machen wir das, was wir immer tun. Ja, ich denke, so einmal teilen ist in Ordnung. Dann geht's dahin und es wird weiter belagert. So, was macht unser Mangonellentrupp? Der ist jetzt in einer Woche durch. Sehr gut. Kriegsstand 70 und wir gehen jetzt... Nee, das ist so geil. Ich mach's immer wieder. Immer wieder. Warum tue ich das? Warum tue ich das? Nein, du doch nicht. Oh Mann. Ehrlich, Lynn, Konzentration. Du weißt doch, was du immer tust, also konzentriere dich drauf, es nicht zu tun. So, jetzt bin ich natürlich vollkommen verwirrt. Wir werden jetzt also mit unserem Trupp, und zwar diesem hier, nach hier unten ziehen. Und müssen da natürlich besonders aufpassen, weil da ja irgendwie die Feinde rumgurken. So, was uns jetzt noch gefehlt hat, ist natürlich ein Bauernaufstand. Und wir wehren uns natürlich dagegen. Und müssen jetzt die Truppen sammeln. Die Frage stellt sich natürlich, wo sind die? Erwartungsgemäß in Lübeck. Das heißt also, wir gucken mal, nicht ausgehobene Truppen 1,9, das ist gut. Das reicht. Wir verlegen also den Sammelpunkt hier hin und heben sie alle aus. Ich hoffe, da hinten geht jetzt alles klar und uns kommen da keine Feinde irgendwie jetzt in die Quere. Ich will jetzt hier den Bauernaufstand mal ein bisschen beobachten. Die könnten sich allerdings ein bisschen schneller sammeln, aber eigentlich denke ich, das reicht auch so. Die können jetzt mal losmarschieren auf die Bauern zu und das wird ein relativ sicherer Sieg, denke ich. Gut, und während die sich da verlustieren, gehen wir mal weiter hier. Oh, das ist sehr schön. Gehen wir mal weiter hier Richtung Ungarn, wollte ich gerade sagen. Aber da kam jetzt gerade die Nachricht, wertvolle Geisel gefangen genommen. Das ist der Anführer des Bauernaufstandes. Und wir bekommen die Nachricht, die Bewohner der Grafschaft von Dannenberg sind zum katholischen Glauben übergetreten. Das ist gut. Darum kümmern wir uns gleich. Jetzt beenden wir erstmal den Bauernaufstand, würde ich sagen. Und nehmen zur Kenntnis, dass unser Kreuzzug bei 82 angekommen ist. So, und Roderick hat seine Arbeit gut gemacht. Wir müssen jetzt mal gucken, wohin wir ihn als nächstes schicken. Gemeinde bekehren, das werden wir am besten mal in Lübeck machen, würde ich sagen. Und diese Truppen, die können sich auflösen. So, alles klar. Dann also wieder zurück nach Ungarn. Und hier gibt es die nächsten Schlachten mit unseren Verbündeten. Wir werden aber hier weiter belagern. Die schaffen das locker auch alleine.
sehr, sehr schön. 93% Kriegsstand, 97% jetzt. Und es dauert nicht mehr lange, bis wir auch den Rest des Kriegsstandes zusammen haben. Unsere Trupps sind noch fleißig dabei. Noch ein Tag, jawohl. Und wir haben 100. Was drücke ich da auf Pause? Brauche ich gar nicht. Wir warten jetzt, bis der Papst es auch merkt, dass wir gewonnen haben. Und dann haben wir unsere Sache richtig gut gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Und wir warten jetzt nochmal sehnsüchtig, dass dieser Krieg, da ist es schon, dass dieser Krieg beendet wird. Und es ist tatsächlich wahr geworden. Sanne ist jetzt Königin von Ungarn geworden und hat vom Kaiser das Ungarische Reich geerbt, quasi geschenkt bekommen sozusagen, weil wir die besten und fleißigsten in diesem Kreuzzug waren. Und ja, wie man sieht, Sanne schwebt auf Wolke 7. ja, sie sieht ein bisschen blasiert aus. Was war sie denn noch für eine? Müssen wir mal gucken. Geduldig, sprunghaft und gesellig. Ah ja, alles klar, das war die, die relativ gerne mal einen gehoben hat. Und wir hoffen, sie macht ihren Job als Königin trotzdem sehr gut. Ja, kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Sanne. Und wir lösen unsere Truppen erstmal auf und nehmen dann zur Kenntnis, was wir hier jetzt alles draus mitgenommen haben. Wir haben jetzt 638 Gold bekommen, 2580 Prestige und an Frömmigkeit 682. So sei es. Und wir sind eine Ruhmstufe höher gestiegen. Super. Sehr, sehr schön. Wir haben hier die Ruhmstufe sagenumwoben errungen. Das ist sehr schön, finde ich, dass Paul das noch erleben durfte. Denn er ist mittlerweile 66 Jahre alt und das ist im Mittelalter, naja, ja, schon ein bisschen knifflig so. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir mit Königin Sanne von Ungarn weiterspielen. Das machen wir aber aus Prinzip nicht. Wir fragen uns natürlich, wie sie wohl herrschen wird. Das werden wir aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus Pauls Perspektive, versuchen zu beobachten. Ja, das ist sehr schön. Das heißt, wir haben hier wieder die nächste Regentin mit, Königin Katrina in Syrien, wollte ich gerade sagen. Aber das habe ich wohl verpasst. Sie ist gestorben. Pauls Schwester ist gestorben. Sie starb an Altersschwäche am 5. September 1182 im Alter, im stolzen Alter, muss man sagen, von 73. Und was wir hier auch noch sehen, sie hat ihr Reich ein bisschen vergrößert, um diesen Teil hier, glaube ich. Das hat sich ein bisschen verändert. Und ihr Erbe ist jetzt König Gottschalk von Friesland. Der König von Friesland ist extrem mächtig. Und ich finde das absolut cool, dass wir jetzt Friesland hier mitten im Fernosten haben. Das ist wirklich göttlich. Friesland erobert die Welt, kann man nur sagen. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Zumal er ja wirklich überall seine Ländereien hat. Wenn ihr hier mal guckt, in Spanien, Portugal, Richtung Frankreich. Er hat hier oben das friesische Gebiet ein bisschen tatsächlich dann auch noch. Und ja, hier in Mitteldeutschland und auch noch im östlichen Teil des Reichs, da ist er sehr aktiv. Und er ist, wie gesagt, ein sehr, sehr mächtiger Mann, den man nicht unterschätzen sollte. Er ist Paul sehr gewogen. Er ist im Übrigen ja Pauls Neffe, wie wir wissen. Und er scheint gerne zu essen, sagen wir mal so. Hoffentlich bleibt er uns trotzdem noch lange erhalten. Ich mag ihn total gerne. Und ich hoffe, das bleibt auch so, denn er könnte tatsächlich gefährlich werden. Er hat 15.000 Mann. Wenn wir mal bei Paul gucken, der hat genauso viel. Das heißt also, es käme bei den beiden tatsächlich auf die Verbündeten an. Bei Paul ist das hier nur, ja, das ist eigentlich nichts. Das sind alles so Verbündete, die kaum was drauf haben. Wie ist es bei ihm? Naja, der wird auch nicht so viel haben, 2000.
1000, okay, es ist bei ihm auch nicht ganz so doll, aber den muss man auf jeden Fall, den muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber ja, nun gut, alles klar, das Römische Reich vergrößert sich, Friesland, Friesland wächst und wir haben unsere Kriege erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt gucken wir natürlich auch nochmal, können wir hier noch was machen? Niedrige Gemeindekontrolle. Sind wir irgendwo am Kontrollieren? Nein, sind wir nicht. Das heißt, wir werden das gleich mal in Angriff nehmen. Wir bekehren gerade in Lübeck und werden da jetzt auch kontrollieren. Dann müssen wir uns natürlich drum kümmern, dass hier Land verloren wird, wenn Vasallen fremdländische Titel erben. Das ist natürlich schlecht. Das ist einmal ein Graf und ein Herzog. Dafür bräuchten wir dann also einen Königstitel und einen Herzogtitel. Da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Und Titel können übernommen werden. Interessant. Aber nicht wirklich spruchreif. Wir können mit Königin Sanne ein Bündnis aushandeln. Das machen wir doch sehr gerne. Die hat, ja, die hat einige Truppen auf der Hand. 8000. Das Bündnis machen wir auf jeden Fall. Und Prinz Gunzelin kann heiraten. Alter Falter, wieso bist du unverheiratet? Das ist nicht schön. Dann werden wir das vielleicht, ja, vielleicht tun. Er ist im Moment Herzog von Meißen. Ich würde mal sagen, wir gucken einmal kurz nach Prestige. Er ist jetzt 42. Königin Mutter Alice von Polen oder Alice oder Alice. Aber wir sind ja hier nicht in Italien und auch nicht in England. Also heißt sie vielleicht... Ellie heißt sie halt. Ach Mann, wenn ich jetzt wüsste, wie man das irgendwie so als Pole aussprechen würde, das würde ich toll finden. Also ich hasse es einfach, Namen falsch auszusprechen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach hier. Um jetzt mal Jammern auf hohem Niveau ein bisschen zu erzeugen. So, die Königinmutter könnte er also nehmen. Das ist ein berühmtes Haus. Würde ich gar nicht so schlecht finden. So auf Anhieb. Und er hätte dann auch noch ein Bündnis von 2000. Das wäre doch gar nicht so übel. Das wäre gar nicht so übel. Und sie ist geduldig, sprunghaft und gerecht. Das sind nicht die schlechtesten Eigenschaften. Ich finde, das machen wir so. Vorschlag abschicken. So, das wird er dann auch gleich tun. Zahlungen können wir auch verlangen. Das ist uns wie immer zu wenig. Und das auch. Und ja, bei den Verbrechern, da können wir nochmal einmal kurz durchgucken. Aber da wird man ja auch langsam so ein bisschen müde, ehrlich gesagt, das ewig durchzuklicken. Aber so ganz versäumen möchte ich das dann natürlich auch nicht, weil, naja, wir brauchen natürlich immer Knete, ne? Das brauchen wir und deshalb wohl oder übel werden wir das ab und an tun müssen. So, hier gibt es noch Dietwin von Sulzbach. Den kleinen Dietwin lassen wir auch mal raus. Ja, und dann sind wir hier eigentlich auch durch. Wie sieht's aus im Rat? Da ist noch alles schick. Und wir haben unsere Hofärztin Hartwig am Start. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Wir haben ordentlich zugelegt. Wir haben jetzt die Prachtstufe achtbar. Wir haben die Hingabestufe Glaubensikone. Wir haben die Ruhmstufe Sagenumwoben. Und eine Menge Knete haben wir auch noch. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese heutige Folge ab. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann und tschüss!